Es geht um Frauen, um Karriere und darum, warum Frauen so selten Karriere machen. Was willst du werden? Prinzessin. Mädchen sind gut in der Schule, viele junge Frauen studieren und dann kommen die Kinder. Halb fürs Kind, halb für den Job, immer diesen Spagat. Das heißt meist Tschüss Karriere. Warum ist das so? Liegt es an den Männern, der Gesellschaft oder den Frauen selbst? Sie sagt, Frauen sollten sich mehr trauen. Es braucht auch einfach mal den Willen, es einfach zu machen. Er sagt, Frauen haben gute Karrierechancen, aber wenige wollen wirklich aufsteigen. Das Rumjammern, das nicht entscheiden können, das den Partner immer fragen, soll ich das tun, kann ich das tun. Und sie ist sauer. 40 Jahre Frauenförderung und nun kneifen die Frauen? Das ist Feigheit, ja. Ja, was denn nun? Wir wollen das genauer wissen. Unternehmensberatung A.T. Kearney, Sitzung der Partner. Dr. Tanja Wilgos ist als einzige Frau Partnerin, das heißt Miteigentümerin der Firma. Sie hat es geschafft, ist oben angekommen, zielstrebig, geradlinig, entschlossen. Ganz, ganz wichtig ist zu wissen, was man will, ja? Und sich auch sehr schnell schlau zu machen, was es denn braucht, um dahin zu kommen, wo man denn hin möchte. Und dann auch die Angst, die ich auch habe, dann auch einfach mal ein bisschen abzulegen. Ja? Also wirklich nüchtern sich zu vergleichen, ja? Und dann auch einzufordern, was man denn will und was man aber auch natürlich zu zeigen, auch was man kann. Geschäftsführer Martin Sonnenschein hätte gern mehr Frauen in Führungsverantwortung. Das macht sich gut bei internationalen Kunden. Aber auf dem Weg nach oben steigen viele Frauen aus. Es gibt ja diese Rush-Hour im Leben, ja. Im Alter so zwischen 25 und 35. Das ist genau die Zeit auch, wenn Frauen und Männer Partner bei uns dann werden. Und da stellt sich doch immer wieder die Frage, Beruf oder Familie. Haben Sie Kinder? Drei. Drei Jungs im Alter zwischen 12 und 15. Mensch, und sind ja. Haben Sie immer ein Jahr? Wir fahren wirklich, und ich bin 21 Jahre verheiratet, ja. Wir fahren ein sehr klassisches Rollenmodell. Das ist bei Dr. Wilgos anders. Als sie ihre Kinder mit 4 und 6 Monaten in die Kita brachte, stand die Familie Kopf. Doch die Kinder entwickeln sich besser, als wenn sie den ganzen Tag um sie herumglucken würde, findet Tanja Wilgos. Sie lässt sich nicht anmerken, dass ihr Tag durchgetaktet ist. Ein dicker. Oh, das Taxi zum Flughafen hat sie vor die Kita bestellt. Bemerkungen, sie sei eine Rabenmutter, steckt sie weg. Ich höre immer, man kriegt doch keine Kinder, um sie abzugeben. Also solche Sprüche habe ich auch schon gehört. Ja. Man kann natürlich in solchen Botschaften tatsächlich auch kleine Anklagen verstehen, aber das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. Sie nimmt die Morgenmaschine nach Frankfurt. Überwiegender Dresscode, männliches Blau und dunkelgrau. Sie nutzt die Zeit, um Termine vorzubereiten. Prüft Mails, fragt nach der Landung bei ihrer Assistentin Anrufe ab. Tanja Wilgos ist verantwortliche Projektleiterin von A.T. Kearney für das neue Logistikzentrum von Lufthansa Cargo. Baubeginn ist im nächsten Jahr, parallel zum laufenden Betrieb ein Projekt von 700 Millionen Euro. Tanja Wilgos und ihr Team beraten bei der Koordination von Bauarbeiten und Betrieb. Als ich ganz Einstieg ins Berufsleben und tatsächlich auch schon ein sehr, sehr spannendes Projekt damals hatte in Wilhelmshaven für den neuen Tiefwasserhafen, da wurde ich erstmal reinzitiert mit Block und Bleistift zum Diktat. Und das hat mich wirklich eine Woche gekostet, bis ich wieder auf den Beinen stand. Ja, das hat damals ich tatsächlich nicht erwartet. Heute trägt sie direkt beim Cargo-Vorstand Dr. Karl Rudolf Rupprecht vor. Von Kaffee holen, Block und Bleistift ist keine Rede mehr. Haben Sie Kinder? Ja. Wie viele?
Drei Stück, zwei Töchter und einen Sohn. Ja, und haben Sie mal darüber nachgedacht, ob Sie jetzt zum Beispiel ein Jahr oder zwei oder auch fünf zu Hause bleiben? Zur damaligen Zeit nicht. Mhm. Aber wenn Sie heute Verhandlungen machen in Shanghai oder woanders, wo Frauen ganz akzeptiert die Führungsrolle spielen und offensichtlich geht das. Bei uns geht es noch nicht. Genau. Headhunter Heiner Thorborg weiß warum. Frauen setzten zu lange aus, studierten das Falsche und hätten zu wenig Lust auf Macht. Der Personalberater sucht händeringend weibliche Führungskräfte, vergeblich. Sobald sie in die technischen Bereiche gehen, Entwicklung, Konstruktion, Forschung, Produktion, was weiß ich, da gibt es eben nur sehr wenige. Weil die Frauen, das ist meine These und viele Frauen bestätigen das, am Ende des Tages, das, was das heißt, nicht mehr wollen. Ständig im Rampenlicht stehen, ständig in der Kritik stehen, ständig im Wettbewerb stehen. Kämpfen müssen. Da sagen viele, warum soll ich mir das antun? Wenn es zu schwierig wird, dann wird man schwanger. Und das ist wunderbar, weil man muss nichts zugeben, sondern ganz im Gegenteil, man gründet eine Familie. Das ist ja super. Auch Milka Grevendiek, studierte Diplompädagogin und Personalberaterin, wollte früher ganz nach oben. Als ich angefangen habe zu studieren, war natürlich klar, dass ich alles möchte. Ganz klar. Also Führungsposition und Mama und Ehefrau, alles. Karriere? Karriere, natürlich, klar. Mit Kostümchen und Stöckelschürchen durch die Gegend laufen, klar. Prosecco abends trinken, logisch. Inzwischen gibt es nicht mehr Prosecco, sondern Milch und Brei. Milka Grevendiek ist mit ganzer Seele Mutter geworden, ausgestiegen aus Berufsstress und Bürogenerve. Es war definitiv stressig und man hat halt immer auch den Druck oder man hat natürlich alles an einem Tag. Man hat Kundengespräche, man führt Bewerbungsgespräche, man führt sehr viele Telefonate. Und dann habe ich aufgehört zu arbeiten und ich wollte nicht halbe Sachen machen. Ja. Halb fürs Kind, halb für den Job, immer diesen Spagat. Mir war wichtig, dass ich zu Hause bleibe bei Emilia. Mhm. Und mein Mann hat es mir zugestanden. Ihr Mann arbeitet Vollzeit, ernährt die Familie. Irgendwann, in ein paar Jahren, will Milka Grevendiek wieder einsteigen. Würden Sie dieses Risiko eingehen, dass Sie jetzt sagen, ich bleibe 3 Jahre, 5 Jahre, 6 Jahre zu Hause? Es ist ein Risiko. Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel wie ich im Außendienst tätig sind, dann brauchen Sie eigentlich diesen Finger am Markt. Und das ist einfach nach 5 Jahren ist das weg. Heute übernimmt ihr Mann die Kinder. Milka Grevendiek hat Besuch von Freundinnen. Sie haben studiert und sind erwerbstätig in Teilzeit und Vollzeit. Das ist ja irre. Das war richtig gut. Das ist ja irre. Ja, aber das können wir dann auch wieder vergessen mit Kinderbetreuung ab 3, ne? Das haben wir jetzt erstmal wieder das erste Jahr bei beiden total anstrengend. Das glaube ich dir. Und alleine das Stillen finde ich ziemlich. Sie haben versucht, Kinder und Karriere zu vereinbaren, wollten aber auch das erste Lächeln der Kleinen nicht verpassen. Mit 2 so kleinen Kindern war ich dann auch irgendwann am Rand meiner Belastbarkeit angekommen. Also der Kleine, den habe ich ja auch noch jede Nacht gestillt. Ich habe während der Arbeitszeiten abgepumpt. Ich habe den Haushalt gehabt. Ich habe 50 Stunden gearbeitet. Ich habe noch den Großen gehabt. Also mein Mann war natürlich immer dabei, aber das war irgendwann auch nicht mehr machbar. Man hat als Frau, als Mutter irgendwie mehr das Gefühl, man hat die volle Verantwortung für das Kind und als der Mann das hat. Ich weiß nicht, das ist einfach so, ne? Dass man auch, ne, wie wir vorhin hatten, jeden Entwicklungsschritt möglichst mitbekommen möchte, auch wenn man noch arbeitet, dass man sich nicht 40, 50 Stunden in diesen Job einbringen möchte. Ich habe diese Management-Position aufgegeben. Und bin jetzt also in einem Bereich tätig, der eben wesentlich weniger anspruchsvoll ist, aber der mir eben auch wesentlich mehr Flexibilität zeitlich gibt, wo ich nicht am Wochenende arbeiten muss, wo ich nicht abends arbeiten muss, von zu Hause aus noch, und der mich eben insgesamt nicht so fordert. Hätten Sie da nicht einfach kämpfen müssen oder durchhalten müssen? Also wenn man gerne den ganzen Tag kämpfen möchte, dann ist das okay, dann soll man das tun. Ich möchte das für mich nicht und die Konsequenz davon ist eben auch, dass man eben
bei den großen Jungs nicht mehr mitspielt. Regine Stachelhaus will mitspielen bei den großen Jungs. Die erste und einzige Frau im Vorstand von E.ON ist Schritt für Schritt die Karriereleiter emporgestiegen. Vorstandssitzungen gehen manchmal bis in die Nacht. Ihre Woche endet nicht am Freitag. Auch das Wochenende gehört oft der Firma. Regine Stachelhaus hat nach der Geburt ihres Sohnes die Erziehung ihrem Mann überlassen. Der bekam als Musiker Kind und Job leichter unter einen Hut als sie. Sie ist für Personal zuständig und hat hier oft junge Frauen sitzen, die ein Kind erwarten und einen Rat, ob sie aussteigen sollen. In der Zeit, in der die Männer die Karriere, die wichtigen, entscheidenden Karriereschritte machen, sind die Frauen dann zu Hause. Also ich persönlich rate als Mentor auch immer davon ab, eine längere Zeit mit halbtags zu füllen. Ich denke, es lohnt sich wirklich, eine gute Kinderbetreuung zu sorgen, qualitative Zeit mit dem Kind am Wochenende zu haben und abends und wirklich Gas zu geben in diesem wichtigen Lebensalter im Job. Ich erlebe immer noch gesellschaftlichen Druck auf junge Frauen, die Kinder haben, die beim geringsten Thema, beim geringsten Problem darauf verwiesen werden, dass sie schuld sind, weil sie arbeiten, wenn das Kind nicht so ganz perfekt sich entwickelt, wie man sich das vielleicht wünschen würde, was aber kein Kind tut. Gelassenheit in der Kindererziehung ist wie manchmal im Beruf wahrscheinlich da der beste Ratschlag. Regine Stachelhaus hat sich durchgebissen, ohne schlechtes Gewissen. Sie hat damals im Büro gestillt. Ihr Mann brachte das Baby in die Firma. Und als Sohn Moritz größer wurde, meldete er seine Ansprüche selbst an. Er hat sich gelegentlich mal gemeldet und hat gesagt, manchmal ist es etwas exotisch, wenn immer ein Papa auftritt. Er hat mich mal gebeten, in den Elternabend zu gehen, weil da nur Mütter seien. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Regine Stachelhaus mit ihren beiden Söhnen Moritz und Kibrom, dem Pflegesohn aus Eritrea. Ein gutes Verhältnis zum Kind hängt nicht davon ab, dass die Mutter rund um die Uhr bereitsteht, findet sie. Auch Väter können Kinder erziehen. Man müsse sie nur lassen. Als Sohn ist das immer eine feine Sache, wenn man vom Vater großgezogen wird, weil das haben auch meine Freunde sehr zu schätzen gewusst. Wir haben halt Sachen gemacht, die machen Mütter wahrscheinlich mit den Jungs nicht so. Also das war von alten Motorrädern ging das los, über Schatzsuche. Erst auf dem Gymi haben die Schüler angefangen zu fragen, was jetzt mit meiner Pflegemutter sei und wie es daheim ist. Aber wieso die nicht da ist oder wieso die nicht zu den Elternabenden kommt und so. Die ja. Lehrer auch, ja. Also meine Mutter und ich, wir haben dann Zeit am Wochenende verbracht. Da wird man immer wieder drauf aufmerksam gemacht und sagt, bedauerst du das nicht, dass du jetzt so wichtige Momente von dem Kind versäumst? Und ich habe immer auf die vielen Väter verwiesen und gesagt, mir geht es da eigentlich auch nicht viel anders. Klar bedauert man das, aber man muss im Leben Kompromisse schließen. Und wir können das sehr schön im Ausland sehen, wo das eigentlich an der Tagesordnung liegt und die Kinder glücklich und erfolgreich groß werden. Deshalb empfehle ich tatsächlich zu schauen, dass man im Beruf weitermacht, dass man nach ein paar Wochen oder vielleicht 2-3 Monaten zurückkommt und einfach schaut, dass man das organisatorisch miteinander verbindet. Abiturvorbereitung in einem Hamburger Gymnasium. Thema heute, die Thesen der amerikanischen Managerin Sheryl Sandberg. Erfassen, Weg so an Vorurteilen auch. Frauen sollten ihre Karriere weiterverfolgen. Auf gar keinen Fall aussteigen, der Kinder wegen. Die jungen Leute sollen diese These diskutieren und kommen zu überraschenden Einsichten. Wenn sie das Kind bekommt, muss sie auch für das Kind da sein. Ist das für das Kind meiner Meinung nach nicht vorteilhaft, wenn die Mutter noch nicht mal zu Hause ist? Da sind wir ja ganz, ganz... Also das sehe ich als ganz kritisch an. Wenn ich einen Job habe, bin ich bei der Arbeit und danach komme ich nach Hause und kümmere mich um die Kinder. Und wer kümmert sich dann tagsüber, wenn du bei der Arbeit bist, um die Kinder? Meine Frau. Wenn Kinder dann kommen, dann würde ich wahrscheinlich auch erst eine Zeit lang zu Hause bleiben. Letztendlich weiß ich nicht unbedingt, ob ich wirklich so weit gehen würde, dass ich dann so lange irgendwie aus meinem Berufsumfeld, wenn es mir vor allen Dingen dann auch zum Beispiel Spaß macht, unbedingt aussteigen würde. Ich hätte auch kein Problem, 4-5 Jahre zu Hause zu bleiben und meine Kinder zu erziehen. Dann wirst du aber kein Vorstandsmitglied. Nee, das muss ich auch gar nicht. Basha Mika bringt diese Einstellung auf die Palme. Sie geht mit Frauen hart ins Gericht. Ihr Buch Die Feigheit der Frauen klagt diese an. Sie verzichteten auf Einkommen, Unabhängigkeit, ein selbstbestimmtes Leben. In Deutschland ist es so,
dass 60% der Mütter sagen, wir fühlen uns alleine für die Kinder verantwortlich. Alleine. Und der allergrößte Teil dieser Mütter hat einen Mann und den Vater des Kindes an der Seite. Was ist das denn? Das ist Feigheit. Ja. Oder? Das ist Feigheit. Ja. Ja. Wenn ich also so eine Beziehung auf Augenhöhe führen will, muss ich mir doch einen Mann suchen, der das mitträgt. Dann kann ich mir doch keinen Mann suchen, der sagt, es ist ja schön, Schatz, dass du eine tolle Berufsausbildung hast, aber ich würde das ja gar nicht ertragen, zu Hause bei den Kindern zu bleiben. Das muss dann schon dein Job sein. Warum suchen sich Frauen solche Männer? Wenn also eine Frau heute überlegt, es ist gerade so unangenehm in meinem Job, ich kriege gerade so viel Druck und da sind diese ganzen Mistkerle, die mich irgendwie versuchen, am ausgestreckten Arm verhungern zu lassen. Gebe ich jetzt klein bei? Bleibe ich jetzt, weil ich ein Kind bekomme, zu Hause und möglichst länger? Oder denke ich mir, was ist denn, wenn ich dann Mitte 50 bin und viele Jahre ausgestiegen bin? Auch Headhunter Heiner Thorburg warnt vor der Teilzeitfalle. Frauen zögen sich viel zu schnell in Teilzeitjobs zurück. Für mich ist es egal, ob Mann oder Frau. Karriere machen können sie über Teilzeit nicht. Das geht nicht. Da laufen die Chancen an ihnen vorbei, wenn sie nur einen halben Job machen. Und bei Teilzeit ist übrigens auch interessant, ich würde einer Frau nie empfehlen, auf 80% zu gehen, weil sie es gar nicht tut. Die sagt dem Unternehmen 80%, arbeitet aber 100%, kriegt aber nur für 80% bezahlt. Doch genau das haben Tanja Wielgos und ihr Mann Ingo gemacht. Die Unternehmensberaterin hat wie ihr Mann einen Tag in der Woche frei, an dem sie sich nur um die Kinder kümmert. Ihr Ehemann ist Betriebswirt, auch er ist für Kinder und den Haushalt verantwortlich. Nein! Nicht werfen! Das ist gar nicht lustig. Willst du auch einen reintun wieder? Ja. Aber ganz vorsichtig, ne? Was kann dich spritzen, ne? Ganz vorsichtig. Ja, sehr gut. Ah, noch mehr. Er hat um die kürzere Arbeitszeit gekämpft. Kollegen beneiden ihn, fürchten aber den Vorwurf, die Arbeit sei ihnen nicht wichtig genug. Auch Tanja Wielgos hört das ab und zu, findet aber, aufs Ergebnis komme es an. Es gibt natürlich auch den einen oder anderen Kollegen, der das sehr skeptisch sieht. Ja? Also, wo dann schon auch meine Stirn gerunzelt wird und gesagt, es ist einfach nicht möglich, in 4 Tagen das gleiche Pensum zu erfüllen. Das Wochenende gehört der Familie. Anfangs waren die Großeltern entsetzt. Kleine Kinder gehörten zur Mutter und nicht in die Kita. Inzwischen sehen auch sie, dass sich ihre Enkel ganz prima entwickeln. Soll ich dich festhalten oder geht's? Nein. Oh, machst du alles alleine, super. Wir haben das Männchen ganz vergessen, ne? Muss ich gar nicht mehr helfen? Nein. Ehrlich? Für Notfälle stehen die Großeltern bereit. Gehören zum Netzwerk des Ehepaares. Das ist ja langweilig, wenn ich gar nichts mehr machen kann. Hä? Ich wusste, meine Frau mit der Ausbildung und mit den Chancen, die sie im Leben hat, die kann nicht zu Hause bleiben und nur Küche und Kinder machen, denn dann wird die verrückt. Ja, das geht überhaupt nicht. Und insofern haben wir uns ganz klar entschieden, wir wollen beide unseren Weg gehen, wir wollen das kombinieren. Für ihren Ehemann Ingo war es schwer, seine Firma davon zu überzeugen, dass er auch mit 80% ein Leistungsträger ist. Die Chefs waren überhaupt nicht begeistert. Ein Chef hat auch zu mir gesagt, Mensch, du zeigst ja keinen Einsatz. Wenn dein Kind krank ist, gehst du früher zur Kita und holst das Kind ab. Und da muss ich sagen, wenn jemand sowas sagt, da habe ich gar kein Verständnis dafür. Ja? Ein krankes Kind aus der Kita abzuholen ist eine Selbstverständlichkeit und das ist wirklich ein ganz falsches Denken. Und das, so kann man auch heute junge Führungskräfte nicht mehr für sein Unternehmen gewinnen. Das Familienunternehmen Baufritz stellt im Allgäu hochwertige Holzhäuser her. Jeden Morgen bringt Vertriebsleiterin Nadja Fried ihren Sohn in die Betriebskita. Die Unterbringung ist kostenlos. Gemeinde und Firma betreiben die Kita gemeinsam. Nadja Fried ist für den Kontakt zu den Kunden zuständig, muss sicherstellen, dass Hausteile termingerecht angeliefert werden, alles im Betrieb läuft. Sie hat flexible Arbeitszeiten ausgehandelt.
das termingerecht aufgeht. Kein Problem. Ciao. Also, tschüss. Vormittags im Betrieb, nachmittags im Homeoffice, abends Kundengespräche am Telefon von zu Hause. Jetzt muss sie sich noch mit dem Architekten abstimmen. Den Montagetermin reserviert. Klappt das Termin nicht alles? Das klappt, mit dem Entwurf sind wir eigentlich soweit fertig. Manche Frauen geben ihre Führungsposition zu schnell auf. Aus Angst, Beruf und Kind nicht zu schaffen, meint sie. Kämpfen lohne sich aber. Ich denke, ein Teil liegt auch an den Frauen, weil sie sich's nicht zutrauen und nicht fordern. Da sollten Arbeitgeber, so wie jetzt hier bei Baufritz, meine Chefin, das pflegt, offener sein und Frauen mehr zutrauen. Und die Frauen sollten sich selber auch mehr zutrauen. Eigentümerin und Chefin Dagmar Fritz-Kramer weiß, dass in der winzigen Gemeinde gute Leute nicht auf dem Baum wachsen. Bei einem Wettbewerb hat sie einen Preis als familienfreundliches Unternehmen bekommen. Die man so gerne einbaut heute. Wir sind hier natürlich auch auf dem Plattenland. Das heißt, wir haben nicht die Personalressourcen, die man sich so wünschen würde. Und da mussten wir uns ganz schnell Ideen einfallen lassen, wie wir solche Kräfte einfach im Unternehmen halten. Weil der Know-how-Verlust ist natürlich enorm, wenn solche Leute dann einfach für mehrere Jahre ganz ausfallen. Da haben wir uns auch sukzessive verabschiedet von dem Gedanken, dass derjenige der Fleißigste ist, der das Licht ausmacht, und zwar als Letzter. Ich glaube, das ist ein bisschen Irrglaube, sondern es geht eigentlich mehr oder minder um eine Zielerreichung. Ich habe jetzt gerade eine schwangere Dame im Marketing, wo ich sage, also behalte doch die Führungsaufgaben und versuche einfach, die Nebentätigkeiten dann an jemand anderen abzugeben, den wir dir zur Seite stellen. Im Fall von Nadja Fried heißt das, sie arbeitet zu 80% und hat eine Assistentin, die ihr Routinearbeiten abnimmt. Um den Personaleinsatz am Tag der offenen Tür, wenn Kunden die Musterhäuser besichtigen, kümmert sie sich selbst. Du, ich wollte mit dir ganz kurz die Themen für einen Aktionstag noch durchsprechen. Ja. Personaleinteilung funktioniert auch oder haben wir, weil schon Urlaubszeit anbricht? Nein, das klappt ganz gut. Das hat nur eine Kollegin Urlaub, also das klappt sehr gut. Auch Kunden können ihre Kinder in der Kita betreuen lassen. Das Ganze ist kein Akt der Mildtätigkeit. Für die Firmenchefin rechnet sich jeder Cent, den sie für die Kita ausgibt. Wenn wir die ganzen Kosten für die Kita hernehmen, das sind im Jahr etwa 18.000 Euro. Wir haben dafür unsere Mitarbeiterinnen gehalten. Wir müssen keine neuen Leute suchen, wir müssen keine neuen Leute einlernen, wir brauchen keine Anzeigen schalten, wir müssen keine Bewerbungen sichten. Wir haben auch nicht das Risiko, dass wir vielleicht die falschen Leute erwischen, wenn wir neue Leute einstellen. Also ich glaube, das wiegt diese Kosten um ein Vielfaches auf, weil ich glaube, dass wir da viele Leute dann auch gut halten können und Frauen dazu motivieren, dann bei uns zu bleiben. Für Nadja Fried beginnt jetzt ihre Homeoffice-Zeit. Der Sohn soll Mittagsschlaf machen, währenddessen will sie online arbeiten, Bestellungen prüfen, Anfragen beantworten. So viel wie möglich in dieser Stunde erledigen. Ihr Mann hat eine kleine Werbefirma, ist selbstständig und arbeitet von zu Hause. Er hat einen Monat Elternzeit genommen, seine Frau fast ein Jahr. Von 3 bis 7 wird sie für ihren Sohn da sein und abends wieder ranklotzen. Ihr Mann hat seine Arbeitszeit nicht reduziert. Ja, von dem her, dass ich ja selbstständig bin, ist es fast nicht möglich. Da man jetzt, wenn man komplett aussteigen würde, ist es ganz schwer, wieder einen Fuß reinzukriegen. Da hätte er natürlich, wenn er aussteigt, die ganzen Kunden eingebüßt. Und das dann wieder aufzubauen, wäre wesentlich schwieriger, als wenn eine Frau in der Regel aussteigt und ein Jahr Elternzeit nimmt, wie das die meisten Frauen eben machen. Hamburg ist keine strukturschwache Gegend. Aber auch hier sind gute Mitarbeiter Mangelware. Dr. Scholz ist Gynäkologin und Chirurgin. Auf eine so qualifizierte Mitarbeiterin wollte das Klinikum nicht verzichten. Und so kann sie des Kindes wegen Teilzeit arbeiten. Ich denke, dass auch erst in den letzten 5 bis 6 Jahren, dass auch bei den Vorgesetzten angekommen ist, dass Frauen Karriere machen wollen, dass sie aber auch Kinder haben wollen und dass sie versuchen, möglichst beides zu verknüpfen und dass auch die Vorgesetzten sich darauf einstellen müssen. Doch Teilzeit ist auch für die Ärztin ein Karrierekiller.
Sie wird sich nicht mehr habilitieren und Chefärztin werden, obwohl sie das Zeug dazu hätte. Ich möchte gar nicht jetzt noch nach höherem streben sozusagen und bin so mit dem, was ich jetzt erreicht habe und wie ich das jetzt miteinander verbinden kann, wirklich sehr, sehr zufrieden. 3 Tage arbeitet die Leiterin des Brustzentrums im Universitätskrankenhaus. OP-Tage beginnen um 6 und enden um 21 Uhr. Doch ihre Stelle ganz aufgeben wäre für sie nicht in Frage gekommen. Das Wichtigste, denke ich, ist, dass man selbst auch ganz zufrieden ist und dann überträgt sich das auch auf das Kind. Also so, ich arbeite sehr gerne und das füllt mich sehr aus und es ist, glaube ich, besser, dass ich dann auch wenn an 2, 3 Tagen wirklich ganz viel arbeite, aber besser, dass ich arbeite, als wenn ich zu Hause wäre. 2 Tage in der Woche ist die Ärztin ganz für ihre Tochter da. An OP-Tagen sieht sie Leontine gar nicht. Dann holt die Kinderfrau sie aus der Kita ab und ihr Ehemann bringt die Kleine abends ins Bett. Auch er ist eingespannt als niedergelassener Arzt mit eigener Praxis. Haben Sie jemals mit Ihrem Mann das diskutiert und gesagt, du kannst ja auch die halbe Zeit zu Hause bleiben und dir einen Partner suchen, der dann in die Praxis geht? Nein, also das haben wir in der Tat nicht diskutiert. Also mein Mann hatte sich gerade auch frisch niedergelassen und das ist dann nicht möglich, wirklich dann in Teilzeit in der Praxis zu arbeiten. Die Praxis muss ja dann erst auch mal laufen. Viele junge Frauen nehmen ihren Mann nicht in die Pflicht. Sie sind hochqualifizierte Ingenieurin, Grafikerin, Therapeutin, diskutieren bei Latte Macchiato in der Stillgruppe die Fortschritte ihres Sprösslings, kümmern sich um Bäuerchen und Babyschwimmen, kochen Vollwertbrei. Ich habe Wirtschaftsingenieurwesen studiert und arbeite als Ingenieurin im Büro. Ich habe 3 Jahre Elternzeit beantragt und werde Teilzeit wieder anfangen zu arbeiten. 30 Stunden werde ich wieder arbeiten. Ach so. Aber Sie haben jetzt nicht zu Ihrem Mann gesagt, du pass mal auf, ich ein Jahr, du ein Jahr. Nee, das war eigentlich nie Thema. Also dazu bin ich nicht Mutter geworden. Ich weiß nicht, das ist irgendwie so ganz abgeben, das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Nee, das ist, weiß ich nicht, dafür bin ich ja Mama geworden. Das ging von seinem Arbeitgeber aus auch nicht wirklich gut, weil mein Freund hat eine Leitungsposition und da ist es dann schwierig, für längere Zeit auszusteigen. Wie schaffen es Männer bloß, sich Bedeutung zu verleihen, Frauen zu vermitteln, sie seien zu wichtig, um auszusteigen? Tanja Wilgos weiß, viele Männer sitzen nach der Arbeit nicht am Babybett, sondern treffen sich im Fitnessclub oder an der Bar auf ein Bier. Dass es natürlich Netzwerke gibt, ja, und natürlich Netzwerke sich unter denen bilden, die ähnlich sind, das ist vollkommen klar. Und dass es da dann auch schwierig ist, hineinzukommen, auch wenn man, wenn ich glaube, das schon gut versuche und es mir oft gelingt, ja, aber es ist schon eine Herausforderung. Also es gibt sehr plastisch die Situation, dass ich schon abends um 10:30 signalisiert bekam, dass es jetzt nicht mehr opportun ist, dass ich noch dabei bin. Also da gab es dann offensichtlich den Wunsch, andere Aktivitäten zu tun. Ja. Da ist es extrem. Ja. Aber es gibt es natürlich einfach auch öfter, wenn man merkt, da gibt es schon was abgesprochen, obwohl in den offiziellen Meetings davon nie die Rede war und das eine oder andere einfach schon geregelt ist, ohne die normalen Wege zu gehen. Tanja Wilgos macht es wie die großen Jungs. Sie ruht sich heute Abend nicht in ihrem Wiener Hotelzimmer aus, sondern netzwerkt, hat sich mit einem Kollegen zum Essen verabredet. Bei einem Stellenwechsel nach Wien hat sie ihm den Weg geebnet. Jetzt will sie erfahren, wie es läuft. Hallo, hey. Tom, grüß dich. Schön, dich zu sehen. Ganz meinerseits. Hast du dich gut eingelebt in Wien? Ja. Verbindungen pflegen, Netzwerke schaffen, ein Erfolgsgeheimnis von Männern. Wer weiß, vielleicht kann der Studienfreund auch sie mal unterstützen. Trotz des Abendtermins, Tanja Wilgos ist eisern. Um 6 Uhr früh geht es in den Wiener Stadtpark. Solche Jobs hält nur aus, wer fit ist. Keine Zeit für Kutschfahrten. Frühstück, anhübschen, dann weiter zur Aufsichtsratssitzung der Österreichischen Bahn. Sie hat sich im Studium auf Transport und Logistik spezialisiert, ist Mitglied im Aufsichtsrat. Guten Morgen, freut mich. Schön, wieder mal in Wien zu sein. Guten Morgen. Na dann, wollen wir loslegen. Ja. Wieder einmal ist sie allein unter Männern.
Doch Vorstandsvorsitzender Christian Kern ärgert sich, dass es nicht mehr Frauen sind. Wie ich sehe, ist das bei der Österreichischen Bundesbahn auch eine Männerveranstaltung, weitgehend. Mir ist es zweimal in meinem Leben passiert, dass ich jemand eine Top-Management-Position angeboten habe. Und die Person hat abgesagt, weil sie sich nicht zutraut. Und das waren bezeichnenderweise zweimal Frauen. Da hat es offenbar an Selbstbewusstsein gefehlt, auch an einer falschen Selbsteinschätzung, meiner Meinung nach. Weil sonst hätten wir natürlich diese Jobs nicht angeboten. Ja. Das ist mir umgekehrt beim anderen Geschlecht noch nicht untergekommen. Männer sagen, das kann ich. Allzeit bereit. Trifft er wohl zu, ja. Aber offenbar nicht bei Mädchen. Denen wird Zurückhaltung beigebracht. Sie zerschlagen keine Dornenhecken, warten lieber auf den Prinzen. An dem Mädchen aber wurden die Gaben der weisen Frauen sämtlich erfüllt. Denn es war schön und sittsam und freundlich und verständig, dass es jedermann, der es ansah, lieb haben musste. Da sprach der Jüngling, ich fürchte mich nicht. Ich will hinaus und das schöne Dornröschen sehen. Und es lag da und war so schön, dass er die Augen nicht abwenden konnte, und er bückte sich und gab ihr einen Kuss. Da wurde die Hochzeit des Königssohns mit Dornröschen in aller Pracht gefeiert und sie lebten vergnügt bis an ihr Ende. Was willst du werden? Prinzessin. Prinzessin. Und dann soll auch einer kommen und dich küssen? Nein, Prinzessin. Aha. Und warum Prinzessin? Weil die sind schöner. Ich möchte Bauarbeiter werden. Feuerwehr. Feuerwehrmann. Ist der Papa Feuerwehrmann? Bauingenieur. Und warum wirst du Bauingenieur? Weil mein Papa das ist, auch ist nur für Schiffe. Die Firma Wittenstein im baden-württembergischen Igersheim sucht keine Prinzessinnen, sondern händeringend Ingenieure. Nadine Hehn macht hier eine Ausbildung. Das Unternehmen arbeitet mit der Hochschule in Bad Mergentheim zusammen und veranstaltet Infotage für Schülerinnen. So kam Nadine Hehn auf die Idee, hier anzufangen. Noch ist sie eine Art weißer Elefant. Und da hat wirklich der Ausbildungsleiter zu mir gesagt, ja, du machst dich ja eigentlich ganz gut. Und an so einer Stelle merkt man dann einfach, dass es einem vielleicht doch nicht zugetraut wird. Dafür, dass du ein Mädchen bist, oder wie? Du machst es herausragend gut. Und du bist ein Mädchen. Personalchef Oliver Kössel ist manchmal einfach frustriert. Gescheite und kompetente Frauen, die Karriere machen könnten, verschwinden mit dem ersten Kind oft in der Versenkung. Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass dann die Mütter, obwohl sie einen Karriereweg schon vorgezeichnet war, dass sie dann selber die Entscheidung getroffen haben und gesagt, für mich ist es jetzt wichtiger, mich um die Kinder zu kümmern. Und das ist, besteht dann die Hoffnung, dass wenn die Kinder größer sind, dass sie wieder zurück ins Unternehmen kommen. Die Hoffnung. Kann auch sein, dass sie nicht wiederkommt. Kann auch sein, dass sie nicht wiederkommt. Bei Wittenstein werden Getriebe, Medizintechnik, Systeme für die Luft- und Raumfahrt hergestellt. Die Firma ist erfolgreich, doch ihre Zukunft hängt davon ab, dass hier in der Provinz Fachkräfte gewonnen werden und gut ausgebildete junge Frauen wie Nadine Hehn sich nicht an den Wickeltisch verabschieden, sondern an der Drehbank bleiben. Ich bin mir sicher, wenn ich eine Familie habe, dann möchte ich das mit meinem Beruf vereinen. Und ich möchte natürlich für meine Familie da sein, aber ich möchte auch versuchen, meine Karriere deswegen nicht aufgeben zu müssen. Und da hoffe ich eben dann auch den entsprechenden Mann dafür zu finden, dass man das eben dann auch verwirklichen kann. Und ihr Mann soll dann aber auch bügeln, putzen und... Auf jeden Fall. Und kochen. Und das Kind hüten. Ja. Ja. Da müssen Sie sich den richtigen Mann suchen. Genau. Ja. Das mache ich gerade. Auch sie wollen Kinder und Karriere verbinden, sich nicht für eins von beiden entscheiden müssen. Studentinnen technischer Universitäten bei E.ON. Ich freue mich aber auch ganz besonders, so viele Frauen heute hier begrüßen zu dürfen mit technischem Hintergrund. Denn bei E.ON ist uns ein großes Anliegen, dass wir möglichst viele Frauen und vor allem technisch orientierte Frauen begeistern für unser Unternehmen. Wenn E.ON sagt, dass E.ON als Unternehmen möchte, dass Frauen mehr in Führungspositionen vertreten sind, wie unterstützt E.ON denn dann als Unternehmen, dass Familie und Karriere vereinbar sind? Zum Beispiel flexible Arbeitsbedingungen, indem man in Einzelfällen vereinbaren kann, dass man zum Beispiel mal von zu Hause aus arbeitet,
oder auch flexible Arbeitszeitmodelle. Was können Sie denn Frauen bieten oder wie wollen Sie denn darum werben? Wenn ich von meiner ganz persönlichen Erfahrung spreche, dann würde ich heute sagen, am wichtigsten war, dass man einen klaren Plan hat. Wenn ich auf eine Frau zuging, um ihr eine Stelle anzubieten, eine verantwortliche Vorgesetztenstelle, dann war immer die erste Reaktion, oh, bin ich denn schon so weit? Kann ich das? Wenn ich das Gleiche mit einem Mann mit entsprechendem Hintergrund und entsprechender Erfahrung getan habe, dann war die Antwort immer, endlich kommen Sie, ich warte die ganze Zeit schon drauf. Dinge wie Gehalt oder Statussymbol sind für uns gar nicht so wichtig. Also da kommen wirklich immer die Fragen dann. Also wir achten darauf, gibt es Frauen schon in Führungspositionen? Wenn es die gibt, haben die Familie. Sie studieren Luft- und Raumfahrttechnik. Und sind Sie dann ganz allein unter Männern? Das ist sehr interessant, die Frage, weil in meinem Bachelor war es wirklich so, dass ich zum Schluss halt wirklich eine von 30 Männern war. Das ist auf jeden Fall super wichtig, dass man mit seinem Partner, denke ich, darüber reden kann. Also wenn der schon von vornherein mit so einer Einstellung dann rangeht, zu sagen, nee, also das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, dass meine Frau eben auch vielleicht irgendwo Verantwortung übernimmt oder in eine Position kommt, wo sie nicht jeden Tag zu Hause sein kann, dann, ja, hart gesagt, braucht man damit vielleicht gar nicht erst anfangen. Denise Fischer, angehende Bauingenieurin, steht kurz vor dem Examen. Die junge Frau hört eine Vorlesung über die Optimierung von Differentialgleichungen. Vor dem Hörsaal büffeln die Studenten fürs Examen. Über eine Zukunft mit Kindern hätten sie noch nie nachgedacht, sagen sie. Vielleicht soll es sein wie bei Mutti? Zwei Akademiker, Mutter zu Hause. Ganz standardgemäß, wie sich das in Deutschland gehört. Zumindest in den 90ern. Ach so, Ihre Mutter ist Akademikerin? Mathematikerin. Und die ist zu Hause geblieben. Nach der Vorlesung geht Denise Fischer ins Studentencafé und erzählt ihren Kommilitonen von ihren Erfahrungen bei Firmenbesuchen und Bewerbungen. Ich achte jetzt zum Beispiel im Moment ganz stark darauf, zum Beispiel war ich ja auch gestern bei einer Firmenkontaktmesse, dass ich die Unternehmen schon ganz gezielt frage, welche Modelle es im Unternehmen gibt, die familienfreundlich sind. Das heißt, gibt es Gleitzeit, gibt es Teilzeit, gibt es unternehmenseigene Kitas? Jetzt mal abgesehen vom Unternehmen, würden Sie dann sagen, wenn ich ein Kind kriege, gehe ich 3 Jahre raus aus dem Beruf? Ich habe schon viel mit Frauen gesprochen und die sagen halt, 3 Jahre ist halt viel zu lange. Also man verpasst sehr, sehr viel und es ist schwierig dann, wenn man dann nach den 3 Jahren wieder anfängt, da anzuknüpfen, wo man aufgehört hat. Und im Idealfall hat man ja auch einen Partner, dass man sich eine Elternzeit teilt. Ich weiß nicht, ob ich jetzt Vaterschaftsurlaub nehmen würde. Für mich ist das so ein bisschen eher Sache der Frau. Aber ich würde auf jeden Fall der Frau, soweit ich kann quasi, soweit es der Beruf zulässt, auf jeden Fall dabei helfen. Wächst da die nächste Generation von Männern heran, die finden, Kinder seien Frauensache? Während Väter ihre Söhne in Star-Wars-Filme schleppen und Jungen sich die Köpfe einhauen, ertrinken viele Mädchen in rosa Barbie-Welten. Hier wohnen Ken und Barbie, doch in der Küche schwingt sie die Pfanne, Ken nicht. Barbie ist hübsch und hält das Haus sauber. Während Männer die Welt retten, kümmern sich Mädchen um Schminken, Shoppen, Staubsaugen. Der ehemalige deutsche Bankchef Josef Ackermann vermisste Frauen im Vorstand denn auch nicht, weil sie kompetent und klug, sondern, so sagte er, weil sie schön sind und Farbe ins Büro bringen. Es gibt ja den Typ Frau, der den Mann kopieren möchte. Sieht dann auch so aus. Das Schlimme ist nur, diese Frauen will keiner. Also wenn sich die Männer dann schon überzeugen lassen wollen, dann müssen das auch bitte Frauen sein, die ihre Weiblichkeit nicht abgelegt haben. Denn sonst brauchen sie sie auch nicht. Eine Kopie eines Mannes ist immer schlechter als das Original. Also den Weg, da kann ich nur jede Frau warnen, der Weg führt in die Sackgasse. Was im Augenblick abläuft in den Aufsichtsräten, gucken Sie sich das mal an. Sehen Sie 60-jährige Frauen, die jetzt neu in Aufsichtsräte kommen? Ich nicht, die sind 40. Weil die Männer sagen, also wenn, dann wollen wir uns doch hier auch einen Rahmen schaffen, der für alle nett ist. Für alle nett? Frauen müssen also schön und schick sein und bitte nicht forsch? Denn er gilt als durchsetzungsstark, sie aber als aggressiv. 6.15 Uhr morgens, Regine Stachelhaus ist wie aus dem Ei gepellt. Sie weiß, dass bei Frauen immer auch das Äußere beäugt wird.
Es gibt ja da ein Zitat von der Angela Merkel, die mal darum gebeten hatte, mehr Redezeit zu bekommen. Denn die ersten paar Minuten sind immer konzentriert bei einer Frau darauf, wie tritt sie auf, wie sieht sie aus. Das kennen wir bei den Männern nicht. Natürlich begegnet man einer ungewohnten Person dann zunächst mal mit ein paar Fragezeichen und konzentriert sich dann auch nicht nur auf die Inhalte. Sie spielt mit, lobt auch mal schicke Krawatten und schöne Hemden. Regine Stachelhaus ist auf dem Weg nach Budapest. Es wird ein langer, anstrengender Tag. Die Frauen haben ja immer die Option, oftmals zu sagen, wenn mir das alles zu stressig wird, wenn ich jetzt eine schwierige Zeit habe in meinem Job im Moment, dann mache ich jetzt Familienpause. Und das ist natürlich auch eine große Gefahr, dass man dann zu schnell aufgibt. Die Männer wissen, sie müssen bis zum Ruhestand arbeiten und da kämpft man dann besser auch mal eine schwierige Situation durch. Sie treibt in diesen Tagen ein Problem um. Nicht der Job ist zu anstrengend, ihr Mann ist erkrankt. Sie will sich um ihn kümmern, von zu Hause aus arbeiten, den Vorstandsposten aufgeben. Doch erstmal Business as usual. Begrüßung der Sekretärinnen, der leitenden Herren, dann die Aussicht auf Budapest. Geschäftsreisen nach New York, Singapur oder eben Budapest sind keine Vergnügungsveranstaltungen. Ja, wir sehen fast alle Sehenswürdigkeiten Budapest hier vom Büro aus. Meist heißt es den ganzen Tag konzentriert zuhören, Stellung nehmen, Entscheidungen treffen, von Termin zu Termin eilen. Das Problem in Ungarn ist einfach die fehlende Kaufkraft. Wir haben ja alle mal angenommen, als das so losging mit der Liberalisierung, dass sich die durchschnittliche Kaufkraft dem Westniveau angleichen wird. Und das Durchschnittseinkommen eines Ungarns liegt zwischen 650 und 700 Euro. Ein Drittel geht davon wie Strom, Gas und Wasser drauf. Das heißt, das ist die Lebensgrundlage. Und der Druck auf die Preise ist immens. Ne? Der nächste Herr, dieselbe Dame. Mal auf Deutsch, mal auf Englisch. Schön, hier zu sein. Da wäre heute eine gute Gelegenheit, dass Sie mir einfach mal einen kurzen Überblick geben, wo wir stehen. Ist Deutsch okay? Deutsch passt für mich gut. Okay. Heute Abend wird sie spät nach Hause zurückfliegen, allein unter Männern. Auch Tanja Wilgos ist auf dem Rückweg. Morgen ist ihr Kindertag. Sie hat bei Auslandsprojekten festgestellt, woanders ist es für Frauen leichter, Kinder und Karriere zu verbinden. Doch Verzicht sei keine Option. Ich würde immer dazu raten, das Private nach vorne zu stellen, in sich zu schauen, was man im Privaten tatsächlich erleben will. Weil das wird die feste Bank sein und letztendlich ist es auch das Fundament, um im Beruf erfolgreich zu sein. Ich glaube sogar, dass der Verzicht, um im Beruf vorwärts zu kommen, im Beruf schlechter macht. Weil man dann einfach mit so einer Haltung hineinkommt, ich muss, ihr seid es mir schuldig, ich bin das Opfer. Und das ist eine Haltung, die selten zum Erfolg führt. Inzwischen gibt es bei A.T. Kearney auch ein Frauennetzwerk. Beraterinnen lernen, sich durchzuboxen und einzustecken, ohne gleich aufzugeben. Wir wollen ja, dass da gerade bei den jungen Beraterinnen viele nachkommen, die stark sind und gut und ihren Weg machen. Und ich glaube, hier haben Sie einige gesehen, die mit Sicherheit ihren Weg machen werden. Go! Komm. Boxen als Sinnbild für Aufstieg und Karriere? Klar ist, viele Firmen suchen dringend Frauen, die Führungsverantwortung übernehmen. Doch noch immer trauen sich zu wenige. Es liegt an Ihnen. Also, Frauen, bewegt euch!